Hallo Leute, willkommen einer neuen Folge No Man's Sky. Letztes Mal hatten wir ja die Wächtermission abgeschlossen. Und wir hatten ja auch noch eine Nebenquest, wo wir auch Wächter ausschalten mussten. Da können wir jetzt die Nebenmission auch noch eben abgeben und dann ist jetzt die Zeit auch wieder vergangen, wo wir wieder nach zum Bodo zurückkehren können. Da der gute Belohnung hat, bin ich mal gespannt, was für eine Mission er noch hat. Jawohl. 171 Nanit-Taufen. Und das Ansehen hat sich verbessert. Wunderbar. Welche Mission gibt es noch? Oder welche Mission gibt es jetzt neuerdings dafür? Aha. Nochmal dieser Wächter. Drei Gegenstand repariert. Hä? Stehe Gegenstand reparieren. So. Ja. Nehmen wir einfach mal an. Und können wir die auch nochmal bestätigen, falls wir nochmal irgendwelche Wächter irgendwo abschießen sollten. Kriegen wir wenigstens ein paar Nanithaufen noch zusätzlich dafür. Ja. Genau, ich wollte ja nach dem Polo zurück. Dann machen wir das natürlich auch direkt wieder. Das ist so eine Art Guide oder was. Oder das ist wenigstens einigermaßen eine Ecke. Ach, da fällt mir ein. Könnt auch eben an unserem Hauptschiff vorbeifliegen. Ob da... ja, wie weit unsere Fregatten sind. Zwei Stück stehen da. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Wie weit diese Missionen sind. Gestartet hatten wir die eigentlich. Wundert mich nur, dass natürlich jetzt noch eine zweite da ist. Aber von daher bin ich gerade ein wenig verwirrt. Hier ist auf gerade. Boah. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen sehr verwirrt. Auch nicht. So. Na. Einmal hin hier. Nachbesprechung. Mission trotz schweren Schaden vor Ort, okay? Neuralleitung. Oh. Katastrophalen Schaden. Aber wenn ich das richtig sehe, hat sich die Flotte zerlegt. Da hätten wir sie doch besser zurückgerufen. Okay, wissen wir Bescheid beim nächsten Mal. Der hat aber wenigstens 70.000 gebracht. Oder 82.000 Units sogar gebracht. Ich hoffe, es war nicht gerade die beste, die sich zerlegt hat. Handel, Handel, Entdecker. Oh, also relativ schwere. Handel. Schauen wir mal. Ja. Das ist natürlich was. Wir haben nur Kampfschiffe jetzt gerade. Dann würde ich sagen, packen wir beide dahin. Dann müssen wir uns bei Gelegenheit mal eine neue Entdecker oder irgendeine andere Fregatte besorgen. 1,7 Millionen. Ja, da könnte man schon eine dafür kriegen. Okay, dann schauen wir mal, wenn wir jetzt nach Polo fliegen, ob unterwegs irgendwo Frachter stehen, wo man Fregatten rekrutieren kann. Sollten wir wohl auf jeden Fall machen. Was ich nicht vergessen sollte, ist den Diewasserstoff mal hier im Frachter ablegen. Können wir nämlich bei Gelegenheit mal wieder Kraftstoff herstellen. Ach, das ist gar nicht meins. Das sieht nur so ähnlich aus. Äh.
Hier drüben. So, jetzt haben wir aber das richtige Raumschiff oder das richtige Shuttle genommen. Und dann fliegen wir einmal Richtung Polo. Genau, das ist ja das Symbol hier oben. Und nach hier auf dem Weg. Ja, dass die Fregatte jetzt den Geist aufgegeben hat, ist natürlich nicht gut. Zack, zack, zack und los geht's. Sind wir zum Glück sofort da. Also wir haben, aber ich muss sagen, ich habe echt Glück, dass ich mein Frachter da echt in der Nähe geparkt habe. Das war echt alles innerhalb von ein paar Sekunden hier soweit erreichen können. Und nicht erst hier immer eine Minute durch die Gegend fliegen müssen. Jetzt hätte ich nur noch die richtige Seite nehmen müssen von der Anomalie. Dann wäre es jetzt natürlich auch bedeutend einfacher. So, hier geht's noch rein. Jawohl. Das saugt mich ein hier. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, was für einen Auftrag der Polo für uns hat. Zup. Was für eine Mission hat der gute Polo? Na, hier noch gut hängen bleiben. Da ist er doch. Ja, über Entdeckung erzählen. Wunderbar. Ja. Daten für Polo finden. Extremes Überleben. Okay, mehr hat er nicht. Gucken wir mal einmal unter P, was er genau darunter versteht. Achso, grüne Systeme. Okay. Ja, werden wir wohl früher oder später schaffen. Ich sollte mir sowieso mal angewöhnen, mehr zu scannen. Ja gut. Das wäre jetzt diese Mission. Mit dieser Entdecker-Mission das Beste war, was man genommen hat. Keine Ahnung. Dann fliegen wir jetzt nochmal Richtung... Ja, wo sind eigentlich die ganzen... Frachter hin, sonst waren doch hier auch immer irgendwelche. Sind das Raumschiffe oder sind das hier Frachter, die man da hinten so grün leuchten sieht? Meistens sind das ja Raumschiffe. Ja, sind's auch. Feindlicher Scan. Ja gut, dann kloppen wir uns doch eben mit den Gegnern hier. Macht ja meistens auch Spaß. Und die droppen mir ja auch manchmal ganz gutes Zeug. Wo? Ah, da kommen sie. Das ist gut. Und gleich drauf hier. So entkommt sie mir nicht. Da haben wir noch. Da sind noch zwei schöne Kübel. Ach nein. Dafür schießt der andere aber ganz schön ordentlich auf mich drauf. Pulver. Na, komm her. Oh, dich kriegen wir. Oh, wir haben Unterstützung von anderen. Das ist natürlich nicht schlecht. Na, wo ist er denn hin? Oder hat ihn jetzt erledigt? Hat ihn erledigt. Gesucht, Lebensform gefunden. Okay. Haben wir auch jetzt irgendwas... bekommen, weiß ich nicht.
Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach, da haben wir doch. Genau nach euch wollte ich. Ich wollte mal schauen, ob ich hier mir eine neue Fregatte leisten kann. Die mal was anderes hat außer Kampf. Ich meine, Erkundung oder Handel wäre vielleicht auch nicht schlecht. Falschknopf, den hier. So, du siehst mir auch nach einer Kampffregatte aus. Mal gucken, was du bist. Klasse B sogar. Und 5 Millionen. Okay, dazu bist du auch natürlich zu teuer. Achso, da fehlt. Einmal hier rumschauen. Moment, die hatten wir jetzt gerade. Wo? Müsste mehr wie eine Fregatte zum Rekrutieren geben. Also irgendein Frachterschiff. Frachterkapsel. Man könnte sie natürlich auch aufschießen. Machen wir aber nicht. Zum einen macht das den Ruf kaputt und zum anderen. Das ist auch noch ein Frachter. Gibt es auch noch irgendwelche Fregatten zum Rekrutieren? Wenn ich das richtig sehe, sind hier keine. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so geplant. Ich wollte eigentlich. Eigentlich wollte ich irgendeine Fregatte mal mir rekrutieren. Hier unten sind noch massige Raumschiffe. Fliegen wir mal nach denen rüber. Ja, richtig Gas geben können wir hier leider nicht. Wenn wir hier eh langsam durchfliegen müssen, brauchen wir hier das Platin und so weiter ab. Das ist aber eine riesige Flotte, die hier unten ist, wenn ich das richtig sehe. Hier ist so bestimmt die ein oder andere Fregatte, bei die man rekrutieren kann. Jawohl. Die sieht schon mal interessant aus. Die schaue ich mir jetzt als erstes an. Das würde mich wie immer interessieren. Hä? Nein, ich wollte eigentlich mit der kommunizieren. Da kommt die Nachricht. Jawohl. Ach ne, das ist. Ja, das scheint auch so eine Kampffregatte zu sein. Aber wir schauen uns trotzdem mal genauer an. Ja, mit 1,9 Millionen kann ich es mir auch nicht leisten. Aber ist es eh eine Kampffregatte? Danach wollten wir eigentlich nicht schauen. Gibt es noch zwei andere. Ja, so eine ist ja vorhin draufgegangen, leider. Also optisch. Schauen wir mal, was es hier noch gibt. Ja, hallo. Komischer Papagei. Was kann denn der Papagei hier? Das wäre eine Erkundungsfregatte. Aber mit 2 Millionen auch noch teuer. Ja, wir sind ein bisschen arm im Moment. Wir haben nicht genügend Kohle. Aber dennoch, wenn ich jetzt einmal hier bin, schaue ich es mir auch nochmal an. Vielleicht gibt's ja doch ein Schnäppchen hier, wo ich sage, doch, das lohnt sich erst nicht. Erkundung. Aber auch 2 Millionen. Okay. Dann müssen wir wohl mal wieder drauf sparen. Dann, was wollen wir jetzt eigentlich für eine Quest machen? Schlecht verkabelt Getriebe. Gut. Wo wird die Mission mir angezeigt? Fliegen wir mal hier rüber. Mal schauen, was wir da machen müssen. Ist zum Glück auch ganz um die Ecke. Brauchen wir auch lange nicht hin. Fliegen natürlich auf den Kopf jetzt hier in die Atmosphäre rein. Einmal drehen, sonst fühlt man sich irgendwie immer so komisch. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, sollen wir sogar drei Maschinen reparieren. Egal. Ah, hier haben wir sogar einen Landeplatz, das ist hier eine Fabrik. Das ist ja gar nicht mal schlecht, da kriegen wir auch noch anderen Kram. Eine reine Fährt. Auch nicht uninteressant.
Aber als allererst. Ach, hier sind immer noch diese wütenden Wächter. Gut. Sammeln wir erstmal alles andere hier ein, was wir hier finden. Das war natürlich wieder der falsche. Ich weiß gar nicht, wofür die immer zwei hinsitzen. In einem sind Anitoffen, in dem anderen ist irgendwie nichts. Hallo Anitoffen. Vier Stück. Das Ding treffe ich wieder nicht richtig. Ah. Einmal Navigationsdaten. Das muss ich mir eigentlich auch nochmal genauer anschauen, was man damit eigentlich macht. Ich habe da schon wieder die Wasserstoff gerade gesehen. Hieraus kann man ja auch Ferrit herstellen. Deswegen nehme ich es mit. Kohlenstoff ist auch immer gut. Antimateriegehäuse. Ja, Antimaterie sollte ich vielleicht auch mal herstellen für unser Shuttle. Da wollen wir den Warp-Antrieb mal haben, genauso wie unseren Frachter. Aber gut, das drängt nicht ganz so. Die Wasserstoff brauchen wir auf jeden Fall massig. Ich habe mir ja vorgenommen, dass wir viel mit den Fregatten machen. Und ich finde, das ist eigentlich relativ lukrativ, wenn man sie, wenn sie Schäden erlitten, erleiden, dass man sie zurückruft. Weil das jetzt verloren gegangen ist, das war jetzt taktisch sehr schlecht, dass, dass ich den weitergeschickt habe, obwohl er bemängelt hat, dass er ein Problem hat. Ach, hau ab. Hau ab. Hey, hey, hey. Sie mir mal ans Leder wollen hier diese Mistviecher. Ja, such mich. Ich hole in der Zeit hier so in diese Fabrik ab. Da wird man noch alles plündern hier. Dankeschön. Und rein hier. So. Was macht jetzt hier die Mission? Okay. Irgendwie habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, was man erst reparieren sollte. Haben wir hier irgendwelche Munition bekommen? Ja gut. Und schon müssen wir zum Missionsagenten zurückkehren. Hm. Ja gut, aber auf dem Planeten bleibe ich noch ein bisschen. Ich baue noch ein bisschen Ressourcen ab. Wollte ja noch ein... Ja, wir brauchen Geld. Und deswegen... Bleiben wir hier noch ein bisschen. Ich sehe gerade, da sind Sauerstoffpflanzen. Die baue ich natürlich auch immer gerne ab. Was haben wir hier sonst noch in der Umgebung? Ja, es gibt eigentlich noch einiges. Hm. Ach, ey, die nerven mich sowas von. Ja gut. Da wird mir noch eine Maschine angezeigt jetzt auf einmal. Er sollte mal... Ach nee, das ist ja... Wir sollen ja zurückkehren. Ja, dann würde ich sagen, damit wenden wir jetzt auch einmal diese Folge. Und ich denke, ich werde hier noch ein paar Ressourcen einsammeln. Und starte dann wieder, wenn wir die Mission abgeben oder... Ja... Oder kurz danach, wenn wir die nächste haben und schon mal da irgendwo in die Region geflogen sind. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.